einem neuen Video. Heute gibt's wieder was Schleimiges auf die Glotzpickel. Heute packen wir die Pop-Ups Pets aus. Oh Gott, was ein Zungenbrecher. In der Verpackung haben wir ein Schleimkarussell. Das Pop-Kinster. Laut Verpackung kann man damit spielen. Und dann haben wir noch so eine Schleimaufbauwaren dabei. Und vor allen Dingen diese Dinger, Leute, habt ihr das letzte Video von mir gesehen? Das macht so Bock, das zu zerschlagen. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus und schauen mal, was da so drin ist. Die Verpackung ist hier schon ein bisschen mitgenommen. Die habe ich so im Spielzeugladen gekauft. Die war total zerquetscht, ganz hinten drin. Aber es war super krass reduziert. Wenn du Schleim genauso liebst wie ich auch, dann Daumen nach oben. Hier haben wir unsere bunten Schleimbälle und hier ist unser Karussell. Komm, mein Liebchen, ich befreie dich mal. Dieser Moment, wenn du es hinten einfach aufmachen kannst. Erstmal alles hier aufschneiden. Ich finde es immer so krass, dass die Sachen tausendmal eingepackt sind. Eigentlich bräuchte man das doch gar nicht so zumachen, oder? Es ist ja schon verpackt. Warum packt man alles immer doppelt und dreifach ein und vernäht es und macht da lauter Gestrüpp drumherum? Und es zerfällt schon. Also theoretisch hätte ich das Ganze jetzt hier als Hintergrund aufstellen können, aber so wie das aussieht, wird es heute nichts mehr. Also weg mit. Okay. Okay, da haben wir hier so einen Zettel drin. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie so Bohnen. Dazu gibt es übrigens noch eine App fürs Handy. Also da könnt ihr irgendwie auch, glaube ich, was mit spielen. Krass. Hier sehen wir die ganzen Figuren, die wir sammeln können. Da haben wir hier Wiener Dogs. Oh Gott, das kann man kaum lesen. Das ist so klein geschrieben. Guck mal, die sieht ein bisschen aus wie so ein Hotdog. Dann haben wir kleine Piggies. Oh, die sehen ja auch süß aus. Dann gibt es noch eine ganze Serie von Pinguinen, die man sammeln kann. Und Lamas. Was könnten denn Sloths sein? Ich habe jetzt irgendwie gar nicht so die Ahnung, was das sein könnte. Sieht ein bisschen aus wie so eine Fledermaus vielleicht. Wie süß, die Seals. Das sind kleine Wale. Hoffe ich. Kittens! Oh mein Gott, wie süß! Die möchte ich gerne alle haben. Ja, ich würde mal sagen, da gibt's viel zu tun, ne? Und das hier ist das Beste. Hier sind nämlich unsere kleinen Schleimkügelchen drin. Oh mein Gott, das fühlt sich so toll an. Von diesen Schleimteilchen haben wir jetzt zwei verschiedene Farben. Einmal pinky und lila. Und das fühlt sich so geil an. Hinten sind die gerade wie Glatteis. Und innen drin verstecken sich die Figuren. Aber nicht in jedem Teil. So squishy. Aber das schauen wir uns gleich näher an. Jetzt kommen wir zum Karussell. Ich will ja nichts sagen, aber das Karussell sieht total süß aus. Das hat voll die Bonbonfarben. Wieso kriege ich jetzt Lust auf was Süßes? Wenn ich das Ganze hier drehe, dann schnallt es immer wieder zurück. Aber ich habe gerade festgestellt, dass hier so kleine Gummibänder dran sind. Seht ihr das? Ja, wir gucken keinen kleinen Vorteil. Die müssen wir jetzt erstmal abmachen. Hoffe ich zumindest. Leute, wie krass. Schaut mal, das funktioniert richtig. Das erste, was ich früher mal auf den Jahrmarkt gefahren bin, das war tatsächlich ein Kettenkarussell. Das war und ist einfach mein Lieblingsfahrgerät. Vor allen Dingen diese großen, die so nach oben fahren, wo man irgendwie zig Meter über den Boden hängt. Würdet ihr mitfahren wollen? Ich glaube, ihr müsstet euch übergeben. Okay. Hier unten sind noch so eine Art Förmchen drin. Erst habe ich mir gedacht, wie geil das ist. Da kann man hier bestimmt mit den Schaukeln hier so einen Stempel reindrücken. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und jetzt schauen wir uns mal diese Dinger hier an. Leute, kennt ihr diese Knacksfolie? Immer wenn ich die irgendwo sehe, ich muss immer hingehen und muss diese ganzen Dinger zerdrücken. Und die sind ganz genau. Genauso. Das ist so geil. Hier sehen wir sogar eine Figur, die hier drin ist. Oh mein Gott. Das ist mal Schnatter hier. Ist das ein geiler Schleim? Oh, ich liebe es. Da hängt sogar die Figur mit dran. Leute, könnte es die Katze sein? Oh mein Gott, wie süß sie ist. Schaut euch mal die Augen an. Vor allen Dingen hat die voll die witzige Mütze auf. Den legen wir jetzt einfach mal hier rein. Geht nicht. Der geht nicht ab von den Händen. Nein, das geht nicht. Der klebt einfach zu krass. Der geht einfach gar nicht ab von meinen Fingern. Das gibt's doch nicht. Wir haben da keine Chance, Leute. Aber was wir machen können, wir können das hier aufmachen. Und dann müssen wir das hier oben abdrehen. So. Weil das hier ist nämlich eine Schleimaufbewahrung. Und da können wir jetzt unseren Schleim reinstopfen. Wenn er denn von den Händen abgehen würde. Ey, das ist wie ein Popel. Das lassen wir jetzt mal hier beiseite. Können wir die anderen auch reinmachen? Kennt ihr eigentlich noch diese Stickies vom Lidl? Genauso ähnlich ist die hier auch. Die ist nämlich ganz weich aus Gummi. Und guck mal, die kann ich komplett zerknitschen. Schlüpfriges Scheißerlein. Wie süß, wir haben die School Cat. Das ist eine Katze, die geht in die Schule. Und hey, die ist mein Glücksbringer jetzt. Die ist so süß. Wisst ihr, was auch Spaß macht? Diese Kugeln zerschlagen. Achtung. Der einzige Nachteil ist, man wird richtig krass taub, ey. Weil das ist so laut, das könnt ihr gar nicht hören, aber da platzen einem die Ohren. Ach, du bist so klibbi. Das fühlt sich an wie eine Krippennase, ne? Wenn der grüne Schlodder da rauskommt. Rein mit dir. Da war jetzt leider keine Figur drin. Yes, sir. Oh, die Farbe ist geil. Mega.
Nee, das ist auch leer. Guck mal, ein Handyfilter. Nicht wirklich. Dich mache ich jetzt mal auf diese Seite. Wir könnten sogar die Farben miteinander mischen. Habt ihr Bock auf so einen Slime-Smoothie? Dann gebt ihr bitte meinen Daumen nach oben. Ich habe nämlich noch viel mehr Schleim, den ich komplett für euch zusammenmischen kann. Wenn ihr denn Lust habt. Okay, wir müssen jetzt mal drauf achten, ob man das erkennen kann, ob da eine Figur drin ist oder nicht. Ich würde mal sagen, hier ist es eindeutig. Hier sehen wir das sogar schon. Was könnte das für ein Tier sein? Geht das so auch? Eine Blase. Oh yeah. Leute, was ist das für ein Tier? Das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Wal, Elefant und Flugzeug. Okay, da war ich ein bisschen falsch. Das ist ein Racing Dog. Und zwar haben wir den Racing Wiener. Also es ist eine Wosch, auf dem ein Affe reitet. Dass ich das nicht erkannt habe. Komisch, komisch. Ne, hier ist auch keine Figur drin. Boah, das fühlt sich so geil an. Hier ist irgendwas Festes drin. Ja! Die nächste Figur. Schnurri-Schleim, Schnurri-Schleim, Schnurri-Schleim. Bin ich ja mal gespannt, was es ist. Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie eine Tomate. Schön, wenn man seine Popel sammelt. Ladies and Gentlemen. Man weiß nicht, was das ist. Ach krass, ich habe eben ewig lang gesucht. Wir haben den Party-Pinguin. Wir machen jetzt mal zwei auf einmal. Wow. Nein, da haben wir keine Figur drin. Nein, 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 nein. Ist hier eine Figur. Ey, das ist wie so ein Eiterpickel ausdrücken, ne? Guck mal, wie das hier rauskommt. Ist das ekelhaft. Also, wenn ihr gerne Pickel ausdrückt, ist das genau das richtige Spielzeug für euch. Ich sag's euch. Nur, dass der Inhalt eben rosa ist. Aber wer drauf steht? Guckt mal, unser Schleim sammelt sich langsam. Abonniert auf jeden Fall... das hat gar nicht gepoppt. Leute, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr kein Schleimvideo von mir verpassen wollt oder von meinen anderen Videos. Das Ganze ist nämlich kostenlos. Es kostet dich nichts. Lediglich einfach nur auf den roten Abo-Button drücken, dann wird der grau und schon gehörst du zur Schleim-Family. Und wir können Freunde sein. Guck mal, ich liebe das, wenn der Schleim so aussieht wie ein Spiegel. Das ist so beautiful, satisfying. Okay. Und lecker! Habt ihr das gehört? Das hat eben gerade ein bisschen gefurzt. Das sah aus wie ein Fischauge. Eine Blase. Du bist so beauty. Oh, jetzt ist er weg. Leute, also das sieht jetzt mal wirklich aus wie ein Eiterpickel, oder? Guck mal, das ist richtig gelb in der Mitte. Hi. Ein bisschen ist das schon widerlich. Aber ich könnte das den ganzen Tag machen. Das sind so diese Sachen, die mir einfach richtig Spaß machen. Ich weiß nicht genau, aber die erinnert mich so ein bisschen an eine Gänseblume irgendwie. Euch auch? Und zwar ist das Daisy Lama. Total süß, irgendwie theoretisch. Sieht das aus wie ein Lama? Wenn mich das nicht täuscht, haben wir jetzt hier eine Figur drin mit einer Krone auf dem Kopf. Ist das so? Okay, Leute, ich stelle mir jetzt mal vor, ich drücke einen Pickel aus. Achtung. Ah. Ekelhaft. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Nimm dies. Oh, daneben. Okay, jetzt bin ich wirklich in love. Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal, ich glaube, das ist ein pinker Hund. Der glitzert sogar und hat so ein Tutu an und eine Krone. Wie süß. Yay, das ist Princess Piggy. Das ist ein Prinzessinnenschwein. Und die hat auf jeden Fall einen Stern. Und ich bin super happy, ey. Verpiss dich, okay? Welche Figur hat euch denn bis jetzt am besten gefallen? Ich fand jetzt echt das Glitzerschwein irgendwie am coolsten. Das sieht aus wie so ein Verbrecher mit so Augenbänden. Das ist auch sehr klipperig. Schnischna, Werfi, 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 Werfi. Boah, das wird ja immer länger hier. Was ist das denn? Das ist so eine kleine, coole Figur, der seinen Kopf auf den Händen abstützt. Und wir haben hier den coolen Pinguin. Wow. Ey, das ist schon cool. Und hier haben wir wieder keine Figur drin. Aber macht ja nichts, weil wir haben ja Schleim drin. Komm, wir drücken jetzt mal zwei aneinander. Ich will jetzt mal sehen, wie das aussieht. Boah, ist das krass wackelig. Seht ihr das? Kann man kaum runterdrücken, weil sich das so voneinander wegstößt. Wie so ein Schleim-Sandwich. Und... Oh. Ja, es hat geklappt. Das ist schon ein bisschen mehr gespritzt hier. Da haben wir wieder keine Figur drin. Guckt mal, unser Karussell ist komplett voll. Seht ihr das? Komm, wir machen das jetzt mal zu. Ich will jetzt mal wissen, wie es aussieht. So, dann kommt der Deckel hier wieder drauf. Hui. Also ich finde, das sieht schon cool aus. Und das Praktische ist, euer Schleim trocknet einfach nicht ein. Und er bleibt schön frisch und saftig. Oh mein Gott, schaut mal, das ist doch ganz schön viel. Hättet ihr das gedacht? Ich habe eine komplette Hand voll dem lila Schleim. Ich weiß, man sieht, dass er ganz schön klebt an den Händen, aber ihr dürft nicht vergessen, Leute, das ist Schleim und Schleim muss auch einfach kleben an den Händen. Der ist richtig cool, oh mein Gott.
Ich nehme jetzt nochmal den pinken Schleim. Oh, wow. Okay, der ist auch krass. Oh mein Gott, ich bilde mir sogar ein, dass der sich ein bisschen anders anfühlt als der lilane. Der fühlt sich ein bisschen fester an, als ist der nicht so färbend quasi. Welche Farbe findest du cooler? Ich glaube, ich mag den helleren mehr, oder? Knall mal den Daumen nach oben, wenn du jetzt auch gerne das hier knetschen möchtest. Ey, wisst ihr, was ich mache? Ich mische den Schleim jetzt einfach mal. Oh, schaut mal, der Farbverlauf. Oh, ist das cool. Ey, das ist voll Galaxy. Vor allen Dingen die Menge ist voll krass. Das Einzige, was schade ist, dass es kein Schmatzschleim ist. Aber dafür ist der super squishy. Und wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, dass wenn man lila und pink mischt, dass der Schleim lila wird. Aber der Schleim leuchtet viel mehr. Seht ihr das? Der ist viel intensiver. So, jetzt möchte ich aber noch wissen, ob man jetzt hier einen Abdruck kriegt vom Schleim. Also für was sind diese Formen? Okay, also wenn man da ganz vorsichtig mit ist, kann man da schon irgendwie den Schleim reinlegen. Irgendwann in 100 Jahren. Aber ganz ehrlich, das finde ich total blöd. Okay. Also die Figuren sind aber schon total süß, oder? Welche hat dir am besten gefallen? Und ich finde ein Karussell als Schleimaufbewahrung eigentlich auch voll die coole Idee. Aber das hier unten mit Schleim reinmachen, ist ja echt zum Kotzen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die beiden hier Karussell fahren können. Okay, sie sind weggeflogen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir das Video gefallen hat. Tschüssi, Büsli.